Straf, du verstehst nicht. Bruder, Bruder, aber Wallah, sie hat recht, beim Boxen musst du flink sein, Bruder, Wallah. Und das ist doch Nicht, diese, das ist nicht doch diese. groß. Mann, sie Ja, danke, versteht gut, und nicht. dir, ja? Nemka, guck mal. Guck mal. Ja. Wenn jetzt, zum Beispiel, wenn jetzt zum Hamid, bist du Beispiel, flink? Hamid, bist du flink? Bist du flink? Bist du schnell? ja, wenn jetzt zum Beispiel einer mit 70 Kilo auf mich schlägt, ja, und ich Hamid, die flinke Maschine? bin 120 Kilo, diese Schläge tun nicht weh. Verstehst du? Ah. Wie, die tun nicht weh? Ich glaube, wenn Floyd Mayweather ihn schlägt, das tut weh. Verstanden. Aber wenn ich Ja, ihm ja. eine gebe, ich muss ihm nur eine geben, er ist weg. Hast du Ja, verstanden? aber du musst ihm diese eine erstmal geben. Ja, die Dazu musst du ihm musst du erstmal erstmal geben. mit Wallah deiner ist Fesse nicht mehr. schießen. Wallah will er ist Warte, nicht mehr. Wallah will er ist warte, nicht soll ich mehr. euch sagen? Guck Wallah. mal diese ganzen Kämpfer an. Da ist doch nicht ein einziger Treffer bei, richtig? Tschüss. Die nimmt die einfach hoch. Jetzt wird er sauer. Bei mir ging Jetzt nicht. noch so. Ging nicht. Von Aber ist 100, egal, vielleicht ich habe zu viel 100 Boxer ist abgenommen. einer Vielleicht, Treffer. Vielleicht, vielleicht war Öl unter meinen Schuhen. Wallah, Vielleicht war, irgendwie redet gerade Nimka egal schöne was war. Sachen. Wallah, irgendwie. Schöne Sache. Heute redet die irgendwie stabile Sachen. Wallah, erste Mal. Ja, aber weil Essen, du musst doch trainieren, du musst wissen, wie man schlägt Ja, und ich nicht hab, guck mal, doll ich habe schlagen. 6 Wochen, ich habe 6 Wochen Wallah, zu sie hat Hause recht. trainiert, Wallah, sie hat recht. Hurra. Man muss, Guck mal, guck aber mal, guck beim mal. Boxen, Wir haben beide mit Kampfsport nichts zu tun. Hast du verstanden? Bruder, Wallah, wenn ich trainiere und richtig professionell mich richtig trainieren lasse, Wallah, ich könnte, aus mir könnte was werden, Wallah. Guck mal. Jo, stärker als Mike Tyson, Digga, ihr wisst selber. Wir haben beide Ja, mit. aber das sagen viele, Hamza. Hör mal zu! Wir haben Ja, beide aber mit viele Kampfsport sind nicht nichts so zu wie ich. tun. Viele sind nicht so wie ich. Viele haben keine Motivation, haben kein Selbstbewusstsein, haben keinen Ehrgeiz, nix. Hamza hat alles. Nein, nein, ich meine, viele sagen das über dich, dass bei dir viel noch drinsteckt, nur du musst das richtig so austrainieren. Bei Hamza. Bei Hamza steckt sehr viel drin. Bei mir sagen viele, ich habe ein Talent, in mir steckt sehr viel Potenzial. Ja. Ich muss Er hat einfach doch ein nur, Talent. ich muss Was einfach machen nur wir? den, ich muss einfach nur den Feinschliff hinbekommen. Man muss mich einfach feinschleifen. Ja. Ja. Dann könnte ich hier viele ausnocken aus TikTok, weil ich habe die Power, viele hier auszunocken. Wallah. Ich habe richtig Dampf in meinen Schlägen, haben mich schon viele gesagt. Guck mal, die unten, Digga. Ich muss nur meine Technik an meine Technik arbeiten und meine Deckung muss ich umhalten. Gleich was gleich. Ich vergesse immer, meine Deckung umzuhalten. Ist Weil normal, schön. man boxt, hat man so viel Adrenalin, dass man manchmal Sachen vergisst. Wallah. Leute werden sehr überrascht sein. 6 Monate trainiere ich. Boah, das wird geil. Schon wieder. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Digga, was nach 6 Monaten Training bei Ihnen so abgeht, ja? So, ich arbeite jetzt an meinen Kondi und ich arbeite an meiner Technik und an meiner Schnelligkeit. Ich fordere meine Schnelligkeit noch mehr. Guck mal, aber Hamza, wenn du kein Airbike machst, dann deine Kondi ist immer scheiße. Egal, ob du Was ist joggen gehst oder nicht. Airbite? Airbike, Bike. Das ist mit Hände und Füße, diese Fahrrad, aber das ist extra für Kampfsportler gemacht. Ah, okay. Es gibt's Hella, noch nie gesehen. nur bei Fitnesscenter. Ja, Ah. ins Fitnesscenter gehen. Wenn du diese nicht Airbike. machst, deine Kondi. Was ist Airbike, Digga, noch? Hab ich noch nie davon gehört, auch. Airbike. Ach so, das ist das einfach. Es gibt nur Fitnesscenter. Für Kampfsport wird nie so richtig gut werden. Ist gut, ist wie diese Seile, was du meinst, wa? Diese Seile, Ja, was aber nur Airbike bringt Kondi, Digga. Das ist auch crazy, Bro. Ja, alle Bonus. Boxer Muss der du, muss ganzen du. Welt. Ja, diese Springseile ist auch natürlich Springseile. Digga, was macht die da, Digga? Boah, Hey, die ist ja echt hier ein durch, bisschen. Digga. Echt Da jetzt. brauchst du Nein, Übung. nein, nicht diese Springer, diese richtig dicke Seile, was auch MMA-Fighter machen und so. Ach so, diese. Ja, genau, diese ist auch richtig gut. Ja, diese habe ich auch immer gemacht. Diese ist richtig gut für Kondi. Aber man muss sagen, haben mich das gut abgenommen eine Zeit lang, Digga, ja? Als er richtig durchgezogen hat, schon, hat er gut abgenommen vorkam. Aber das ist Kraftausdauer. Es gibt verschiedene Kondi, Bruder. Es gibt Kraftausdauer, es gibt dies, es gibt das. Was gibt's? Bruder, aber sie hat recht, man muss wirklich flink sein beim Boxen. Ich schwöre auf Allah. Ja, schnell und man muss richtig treffen. Ja, muss man nicht, Digga. Jeder hat ja seine eigene Art, so also wie du als Fußballer auch nicht unbedingt schnell sein musst oder so. So sicher. Von der richtigen Seite, weil bringt doch nichts, wenn du 10-mal schlägst und deine Schläge. Hör mal, was sie sagt. Man muss Essig Treffen eigentlich. sichern. Doll, aber du triffst ihn nicht Aber einmal. soll ich dir Mich hat sagen, was richtig Problem das bei gewundert, uns als ist? Abu Hamza in den Kampf reingegangen ist. Seine ersten 3, 4 Treffer haben alle getroffen. Alle. Soll ich dir sagen, was noch wichtiger beim Boxen ist? Was? Wallah. Was denn? Erzähl mal. Kondition. Ja. KKY, ich küsse Kondition und deine Beinarbeit. KKY, Leute, folgt alle KKY. Bester Mann. Schön. Was? Bester Mann. Kondition und Beinarbeit. Ja.
Digga, irgendwie. Nimka ist ja ein Boxtrainer geworden. Die Profiboxer, Digga, ja, das sind die zwei Boys. Ja. Wieso haben die überhaupt mit der... Mein nächster Kampf ist im April, schon da. Achso, kämpft ihr dann bei dieser Veranstaltung von jetzt oder bei Hamid? Bei AAA in Tschechien wieder, in Rostov. So, der hat sich entschieden für eine Seite. AAA hat alle von Hamids Seite aufgekauft. Hä? Casino, Kings Royal. Wird das in den gleichen Ort wieder sein? Ja. Das steht sogar schon, ja, anscheinend im April wieder. Aber ich glaube, es war auch ein Erfolg, muss man sagen. Ich sage auch, also die Veranstaltung hat mir gut gefallen vom Organisatorischen her. Ich fand, das sieht ganz geil aus. Warum bist du nicht gekommen? Ja, weil das war ein Tag vor Feiertag und ich muss da mit Familie sein. Das ist so, als ob das ein Tag vor Bayram war und so. Ich muss war dann Heiligabend, essen. Oder? War Heiligabend der Tag, oder? 23. war das. Ja, das war am 22., aber am 24. musste schon alles fertig sein und so. Und das war zeitlich zu eng. Levin, dankeschön. Aber nächstes Mal komme ich. Ja, komm, Walla, bist herzlich willkommen da. Walla, war richtig schön da. Ich kann dir nur eins sagen, da gibt's auch viele Sachen. Die, die verloren haben, die kriegen eine Schelle von mir. Die was? Die verloren haben. Achso. Ey, au, da wie du heißt. Was willst du? Geh mal weg danke, hier. Ben. Danke, Melly Maus. Digga, auf zu hängen, Mann. Wenn die beiden über Boxen reden, das ist so krass, ne? Hamid. Und jetzt auch Nimka, die ist auch drin, Digga, das ist crazy. Sonst hast du deine Haare? Nein, alles gut, ich bin so wie vorher, Leute. Ah. Wo war ich? Ich schwöre auf meine Mutter, ich war nicht nervös und ich hatte nicht mal ein kleines bisschen Angst. Ich schwöre auf Koran. Frag Beton, er war hautnah dabei. Ich war nicht nervös und ich war der coolste von. Wie du da rein reden, Junge, die haben die gestummt oder so, Digga. Oder die hat sich selber gestummt. Ich hab sie selber gestummt. Digga, ey. Allen davon, allen Boxern war ich der coolste. Oder wer Angst hat, ist ein Wissig. Oh, ja. Und ich hatte nicht mal ein kleines bisschen Angst vor ihnen. Ich schwöre. Wer Angst hat, ist ein Wissig. Man muss einfach gehen und kämpfen. Wallah, und man hat das auch, glaube ich, gesehen, dass ich keine Angst hatte. Wallah. Und die Leute, die sagen, dass ich Angst hatte vor ihnen, die haben selber Angst vor ihnen. Ja. Die haben selber Angst vor ihnen und wollen einfach nur, wollen einfach hier umgekehrt Psychologie machen. Also ein Wörter drauf, ja? Ja, das muss man auch beim Training wegtrainieren, ne? Dass man Angst hat und so, weil jeder hat normalerweise vor ersten, zweiten. Wenn du beim Boxen Angst hast, dann geh nicht in den Ring. Ja, aber ich glaube, Boxen so, wenn man das trainiert und vor Publikum ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Klar. Ja. Geh nicht in den Ring rein, weil du wirst so nervös sein. Und deine Beine werden so zittern, dass du nur die ganze Zeit von jedem Schlag runterfällst. Ja. Ui, der meint Hamid, der checkt das gerade nicht. Wollen wir noch eine Runde matchen? Nee, ja. Wir überschwingen diese eine Runde matchen. Echt, Digga, man merkt, Digga. Zwei Boxprofis, Digga. Sind auf jeden Fall alle Profis geworden, Digga, ne? Habt keine Angst, denn wenn ihr Angst habt, seid ihr. Mit deren Boxtrainerin, echt jetzt.